Leute, ich bin ein richtiger 31er und ich werde hier von Mücken zerstochen. Und ich möchte euch eine Tarpaufbauvariante zeigen. Meine Lieblingstarpaufbauvariante. Und dafür braucht man diesen Tarp, den schmeißt man auf den Boden drauf. Und einen einzelnen Trackingstock. Als erstes nimmt man diesen Trackingstock und macht den auseinander. So richtig komplett. Bis das so lang ist, wo nichts mehr geht. Genau, das ist der Maximum von Länge. Und den schiebt man dann direkt hier rein, in den Boden. Den Tarp, den macht man auseinander, aber verkehrt rum. Also nicht richtig rum, sondern verkehrt rum. Das ist ganz wichtig, dass der verkehrt rum ist. Diese Ecke muss genau an dieser Stelle sein, wo ich den Trackingstock reingerammt habe. Diese Ecke befestigt man mit diesem Hering. Und dieser Abspannelement, das ist genau die Mitte von Tarp, also von dieser Seite vom Tarp, den befestigt man auch mit Hering. Und den hier befestigt man auch mit einem Hering. Und jetzt nimmt man hier ein Paracord und befestigt genau hier an dieser Mitte, also an diesem Abspannelement. Das ist ein richtiger mittiger... ich habe den Dings verloren. Genau den befestigt man hier. Und den macht man hier auf diesen Trackingstock drauf. Und spannt den einfach hier runter. Diese scheiß Mücken. Guckt euch mal diese Mücke hier vorne an. Ich habe da drauf geklatscht. Die hat mich gebissen. Die hat mich erschrocken. Deswegen ist sie tot. Die hat mir Schmerzen verursacht. Die hat sie selber schuld. Jetzt ist hier noch mal eine scheiß Mücke. Die Mücken müssen weg. Jawohl, ich hab's reingesteckt, aber das hängt noch zu doll so. Das liegt daran, weil der Trackingstock nicht länger ist. Also wenn der Trackingstock irgendwie so hoch wäre, dann wäre das schon fertig. Aber weil der Trackingstock maximal nur so geht, ist das noch nicht ganz fertig. Das heißt, man nimmt noch so ein Paracord und Hering und spannt einfach diese Seite hier. Diese scheiß Mücken müssen weg. Der hat mich schon wieder gestochen. Obwohl, ich mach das so. Dieser Hering, den schmeiße ich auch weg. Den brauche ich nicht, weil hier vorne ist ein Zaun. Ich spanne das am Zaun dran. Das ist viel geiler. Das kann man auch am Baum oder so anspannen. Genau, ich mache hier am Zaun diesen Knoten dran. Und dann ist das super. Und dann ist das richtig perfekt. Ich habe keine Ahnung von Knotenkunde, deswegen mache ich irgend so einen Knoten. Weil ich zu faul bin, um mir das selbst beizubringen. Guck mal, man hat hier das hier. Und man könnte sich da drunter hinlegen und man wäre so dann komplett zu. Aber weil das hier zu viel Stoff hat und weil ich Bock drauf habe, dass man da genug Platz hat, damit sich da zwei Leute drauf drunter legen können, anstatt nur einer, werde ich diese Ecke auch noch abspannen. Mit einem Paracord und mit einem Hering. Kennt ihr diese Heringe, die immer noch in Portugal rumschwimmen? Und genau diesen Hering, den auch noch einmal. Oh, das ist scheiße mit einem verletzten Fuß, ey. Der Fuß muss heile werden. Das ist voll scheiße sonst. Aber genau, die Tarpaufbau-Variante ist fertig. Und hier kann man sich drunter hinlegen. Und wisst ihr, was noch geil ist? Man könnte das hier noch umklappen und dann hat man hier auch noch so eine Art Wand. Es ist nur diese eine Stelle hier offen, aber alles andere ist geschlossen. Jawohl, das ist meine Lieblings-Tarpaufbau-Variante. Die sieht voll cool aus. Die kann ich richtig... diese scheiß Mücken, die müssen weg. Aber genau, das ist meine Lieblings-Tarpaufbau-Variante. Die sieht cool aus. Wenn man hier noch einen Unterlegplaner runterlegt, da ist das perfekt für zwei Leute. Das ist richtig geil. Das kann ich empfehlen. In diesem Video zeige ich euch eine weitere Tarp-Aufbau-Variante. Da habe ich einen klassischen A-Frame mit Tracking-Stöcken gemacht. Gibt euch das?